Sie haben eine ähnliche Vergangenheit und ein gemeinsames Ziel. Muriel Baumeister und Diana Doko haben beide einen geliebten Menschen durch Selbstmord verloren. Und sie wollen dafür sorgen, dass Menschen mit Depressionen geholfen wird, damit sie sich nicht das Leben nehmen. Wir haben uns gesehen und es war klar. Weil ich glaube, weder Diana hätte jemanden an ihrer Seite haben wollen, der keine Empathie für ihr Projekt hat. Und ich hätte nicht jemandem zur Seite stehen wollen, dem ich das nicht glaube. Und wir haben uns gesehen und es war so, wie es jetzt ist. Das gibt es ja oft. Diana Doko hat vor 18 Jahren den Verein Freunde fürs Leben in Berlin gegründet. Seit ein paar Monaten ist die Schauspielerin Muriel Baumeister dabei, als prominente Botschafterin. Das habe ich nicht erwartet, aber umso, das finde ich echt toll. Ich habe ganz lange was gesucht, was ich gerne machen möchte, wo mein Herz auch dran hängt und wollte eben nicht dieses, ich ziehe mir ein Kleid an, trinke Champagner und tue, als würde ich Gutes tun, sondern ich wollte was, wo mein Herz auch für schlägt und das, ist jetzt so. 600 junge Menschen nehmen sich pro Jahr in Deutschland das Leben. Mit der Aktion 600 Leben macht der Verein immer wieder auf diese erschreckende Zahl aufmerksam. Suizid ist die zweithäufigste Todesursache bei jungen Menschen unter 25. Und wir wollten derer gedenken und darauf aufmerksam machen. Und haben sozusagen so eine Art Flashmob vom Brandenburger Tor organisiert. Die fallen zwar zu Boden symbolisch, aber denen wird halt geholfen. Der Verein Freunde fürs Leben möchte junge Menschen unterstützen, trotz ihrer Depressionen einen anderen Ausweg als den Selbstmord sehen zu können. Ich hatte einen großen Sohn, der eine Phase auch hatte, in dem es ihm nicht gut ging, nicht so extrem. Und ich bin unheimlich dankbar dafür, dass uns das erspart geblieben ist. Und ich finde nichts trostloser als ein Jugendlicher oder ein Kind, das sich das Leben, das vor ihm liegt oder vor dem Kind oder dem Jugendlichen liegt, zu nehmen, überhaupt darüber sich Gedanken machen muss. Die haben Druck in der Schule, die sind verliebt, es ist ja egal. Das ist sowieso schon viel. Genau, die sind in der Pubertät, die wissen gar nicht, wohin mit ihren Hormonen. Und dann das Gefühl zu haben, oh, wenn ich mir jetzt Hilfe hole, dann bin ich verrückt. Also ich merke das immer, wenn wir an die Schule gehen, dass man den Schülern das halt nimmt, diese Angst. Nee, ihr seid nicht verrückt, wenn ihr euch Hilfe holt. Diana Dokus Bruder Ennis hat den Kampf gegen seine Depressionen verloren. Ich weiß noch, dass mein Bruder immer gesagt hat, oh Gott, ich wünschte, ich hätte Krebs oder AIDS, dann könnte ich zumindest mal erklären, was für eine Krankheit ich habe. Das verstehe ich jetzt besser. Was es für eine Bürde ist, mit der man lebt, weil du kannst es ja niemandem erklären. Ein Selbstmord ist nicht nur für den Betroffenen tragisch, sondern auch für dessen Umfeld. Muriel Baumeister musste damit klarkommen, dass sich ihr Vater, der Schauspieler Edwin Noel, 2004 das Leben genommen hat. Du bist ja trostbedürftig, weil du jemanden verloren hast und du bist trostbedürftig, weil du jemanden durch seine eigene Hand verloren hast. Also das ich glaube, dass Hinterbliebene eines Suizidausübenden doppelt Trost und doppelt Unterstützung brauchen. Für Muriel Baumeister und Diana Doko ist der Naturpark Schöneberger Südgelände in Berlin immer ein Trostort gewesen. Jetzt gehen sie hier gemeinsam und sie werden gemeinsam in Hamburg sein, wenn am 7. November die Goldene Bild der Frau an Freunde fürs Leben verliehen wird. Zusätzlich ist der Verein für den Publikumspreis der Zeitschrift nominiert. Ich möchte schon gerne, dass Diana das gewinnt, das bin ich ganz ehrlich. Sie kann ja so tun, als wäre sie für Gerechtigkeit. Ich bin dafür für Gerechtigkeit und dass sie gewinnt. Es wäre für den Verein, wäre das fantastisch. Also dabei sein ist nicht alles. Denn der Publikumspreis ist mit 30.000 Euro dotiert. Und damit könnte der Verein Freunde fürs Leben vielen Menschen helfen.